Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin wieder im Minecraft drin und stelle euch heute eine kleine Bauidee vor. Und zwar ist es ein Unterwasserlabor oder eine Unterwasserstation, wie man es nimmt. Und zwar ist sie ein bisschen getarnt mit einer kleinen Sandinsel. Das Ganze könnt ihr natürlich nachbauen oder ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr Interesse daran habt, dass ich dazu extra nochmal ein Bauvideo mache. Aber ich zeige sie euch jetzt erstmal so. Und zwar, was gut ist, wenn man, wenn ihr die baut, ist zum Beispiel ein flacher Untergrund, dass ihr nicht so viele Änderungen machen müsst. So, dann habe ich jetzt hier einen geheimen, naja, einen geheimen Eingang, der so getarnt ist, dass man den von oben quasi nicht so sehen kann. So, genau. Und hier kann man dann reingehen, von oben. Dann geht hier eine Leiter runter und ihr kommt dann hier rein. So, dann ist jetzt hier erstmal so eine kleine Kuppel. An den Wänden ist zum Teil Glas. Da kann man quasi rausgucken und das Wasser auch so angucken. Das könnt ihr natürlich auch mit Panzerglas machen. Das habe ich ja in einem Video gezeigt, wie ihr Panzerglas macht. Und dann könnt ihr hier noch zum Beispiel eine Werkbank oder einen Ofen machen. Truhen könnt ihr machen. Und genau. Dann am Ende gibt es hier noch eine kleine, also einen kleinen Ausstieg, damit ihr von der Basis rausgehen könnt und euch das dann hier alles in Ruhe angucken könnt und ein bisschen tauchen könnt. Und damit sage ich dann, ciao, bis zum nächsten Mal.